Der Kollege hier hat einen Schock. Schnell, ich brauche der Gerät da hinten. Ah, das wurde auch gehackt. Cool, ja, dann lass ihn sterben, I guess. Wir haben hier nichts mehr, was noch geht. Und ja, schick die anderen heim. Ich mach Feierabend. Nice. Willkommen, meine Freunde, zu den IT-Trends. Heute mit sehr traurigen Hacking-News aus dem medizinischen Bereich. Ich hoffe für euch alle, dass ihr keinen Bedarf habt. Was soll das? Pandemie? Sowieso alle überlastet? Hätten wir da mal nicht gespart, I guess. Tja, aber ich habe noch ein paar andere Sachen für euch. Man kann ja zum Beispiel während der Pandemie zocken. Zum Beispiel Dark Souls 3. Achso, aber nicht mehr online, weil Hacker. Und mit dem VPN ein neues Spiel zu legen, das würde ich vielleicht auch nicht mehr unbedingt machen. Und von den Olympischen Spielen, so als Ablenkung, würde ich mich ganz besonders weit fernhalten. Aber immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick. Der Digital Services Act wurde im EU-Parlament beschlossen und ist eine wirkliche Achterbahnfahrt der Gefühle. Er betrifft YouTube massiv, aber auch jegliche Verschlüsselung und auch mal wieder Porno-Websites. Bevor wir starten, möchte ich euch ganz kurz auf meine ganzen anderen Kanäle aufmerksam machen, wo wir wirklich Teile, die wir hier auch immer wieder sehen, ein bisschen mehr im Detail auch behandeln. Ja, ihr findet die alle natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, in einem bio.link-Link gesammelt, damit einfach alles gebündelt ist, weil es so viele sind. Falls ihr zum Beispiel Informatik lernen wollt, also so richtig lernen wollt, dann gibt es dann zum Beispiel einen recht großen Kanal von mir. Mir ist aufgefallen, dass den einige nicht kennen, mit über 2000 Tutorials. Podcast, klar. Discord, damit ihr euch unterhalten könnt, sowieso. Aber auch Instagram, GitHub und noch sehr viel mehr. Ja, ich musste selbst reinschauen, um wieder einen Überblick zu bekommen. Also guckt da definitiv mal vorbei. Alles klar, nun lasst uns mit den Hacking-News starten. Wir beginnen mit dem Hack der letzten Woche, vom letzten Mal sozusagen, falls ihr euch erinnert. In der Ukraine wurden ja einige Regierungswebsites durch Drohnachrichten ersetzt. Forscher haben das Ding nun analysiert und Ähnlichkeiten zu NotPetya gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an den noch. 10 Milliarden Schaden so ungefähr, weil es sich so wahnsinnig schnell und so brutal verbreitet hat. Man vermutet nun, dass das eine Warnung an alle Firmen sein sollte, die mit der ukrainischen Regierung in Kontakt stehen. Man muss sich hier also als Firma auch ganz genau überlegen, ob man diese Verbindung behalten möchte. Denn über das Netzwerk kann man hier wirklich schnell infiziert werden. Das war nämlich die Stärke von NotPetya. Und ja, dann wird man sozusagen als Firma ein Kollateralschaden quasi. Nicht so angenehm. Ziel war allerdings scheinbar von dem Hack nicht Geld zu erpressen, sondern so viel wie möglich einfach nur zu zerstören. Wie nur irgendwie möglich. Noch schwieriger ist nur, wie man nun damit umgeht, denn es ist immer noch kein Stück klar, wer eigentlich dahinter steckt. Die Regierung der Ukraine beschuldigt Russland, aber einige der Analysten sind sich da nicht mehr ganz so sicher. Die meinen tatsächlich, dass die Handschrift wohl eher nach der Gruppe Ghostwriter aussieht. Das ist eine relativ bekannte, staatlich unterstützte Gruppe, die Verbindung zur Belarus-Regierung hat. Thema wechseln. Dark Souls. Wir haben es gerade gehört. Wer hat es denn von euch gespielt? Tja, jetzt zumindest nicht mehr online, ne? Die Server sind nämlich zur Zeit, wo ich das schreibe, offline. Der Grund dafür ist ein Exploit, das heißt ein möglicher Angriff, über den man Malware nicht nur in den Server des Spiels, sondern auch zu den Spielern bringen kann. Das heißt, ihr spielt Dark Souls mit Online-Modus aktiviert, am nächsten Morgen ist euer PC komplett virenverseucht und es könnte alles passieren. Scheinbar ist der Exploit bisher aber nicht aktiv ausgenutzt worden. Allerdings wurde ein Streamer betroffen. Das ja, hört ihr hier selber. You are both equally laggy. I will leave you with this, cause I'm wasting time. Talking all you want, Grim. You put that much hours in the same thing. What the fuck? First you have to be sick in the head to do, and second you gotta be mentally challenged to still spitting nonsense like this when the thing you use for this long just completely gets destroyed every time. It's not even a challenge TBH when it's 5-0 all the time. Ziemlich angsteinflößend, sowas im Stream zu hören, findet ihr nicht? Naja, da gehen halt die Berichte etwas auseinander. Also der wurde scheinbar auf jeden Fall getroffen. Andere sagen, es wurde noch nichts Böses damit angestellt. Aber was Böses? Das ist wohl Definitionssache. So, und damit kommen wir zu einem neuen Format innerhalb der Hacking News, denn es ist einfach viel zu viel passiert und ich habe irgendwie wenig Lust, euch irgendwas davon vorzuenthalten. Deswegen gibt es jetzt den Informatiker.
Bitte patchen. Safari, der Browser von Apple, hat eine Schwachstelle. Sowohl auf Macs als auch auf iPhones und iPads, der es bösartigen Websites erlaubt, Informationen zu anderen offenen Websites zu erlangen. Angegriffen. Die Buchhandelskette Thalia wurde von einem Brute-Force-Angriff getroffen, bei dem der Angreifer wohl gezielt Nutzername und Passwortkombination herausgefunden hat. Mittlerweile soll eine fünfstellige Anzahl an Konten betroffen sein, aber noch kein Missbrauch geschehen sein. Passwörter wurden zurückgesetzt. Gehackt. Die indonesische Zentralbank hat Ransomware auf ihrem System. Sie ist weiterhin operationsfähig. Fast 14 GB an Daten wurden allerdings gestohlen und sollten sie das Lösegeld nicht zahlen, werden die öffentlich. Das behauptet zumindest die Ransomware-Gruppe Conti. Die indonesische Zentralbank selbst hat das bislang nicht bestätigt. To the Moon. Ein neues Bootkit wurde von Security-Forschern bei Kaspersky gefunden. Bootkit deshalb, weil es sich im SPI-Speicher des Computers festsetzt. Das ist ein spezielles Modul auf dem Mainboard, welches nur extrem aufwendig geflasht, also neu installiert werden kann. Ein neues Mainboard zu kaufen ist dann sogar günstiger. Der Virus verursacht also quasi einen Totalschaden am Rechner. Sich davor zu schützen wäre ähnlich schwer wie vor einem normalen Virusschutz zu haben. ScriptKiddies. Eine Studie der National Cybercrime Unit hat herausgefunden, dass die Anzahl an DDoS-Angriffen gegen Schulen sich von 2019 auf 2020 mehr als verdoppelt hat. Durchschnittlich sind die Angreifer 15 Jahre alt, die jüngsten sind sogar erst 9. Die Forscher vermuten, dass das durchs Online-Gaming kommt. Man möchte Kinder nun mehr über die Folgen von Cybercrime aufklären. Protest-Hack. Die staatliche Eisenbahn von Belarus wurde gehackt. Die Hackergruppe, die sich belarussische Cyberpartisanen nennt, beschreibt ihren Hack als Protest gegen Truppen und militärisches Equipment, die damit ins Land transportiert werden. Um die Schlüssel herauszugeben, fordert die Gruppe die Freilassung von 50 politischen Gefangenen und das Abziehen von russischen Truppen aus Belarus. Phishing per Express. SwissPass, die Schweizer Allianz für den öffentlichen Nahverkehr, hat ebenfalls ein Datenleck. Innerhalb weniger Tage konnte sich ein Forscher 0,2% aller Datensätze herunterladen, was einer 500.000 Einträgen entspricht. Die öffentlich zugänglichen Datensätze waren zentral auf Nova gespeichert. Enthalten waren Namen, Geburtsdaten, gekaufte Fahrkarten und Abo-Informationen. Er meldete die Lücke und sie wurde umgehend geschlossen. Patches bitte die zweite. In der System Utility Polkit in Linux-Systemen hat sich eine 12 Jahre alte Schwachstelle gefunden, über die Angreifer Administratorrechte bekommen könnten. Die zweite gefundene Lücke hat, und das ist sogar noch viel schlimmer, erlaubt, aus einem Kubernetes-Container auszubrechen und sich Administratorrechte zu besorgen. Das bedeutet, eine Trennung auf einem Webserver hätte hier keinen Effekt mehr. Eine angreifbare Website könnte also dazu führen, dass der gesamte Server übernommen wird. Das könnte massiv viele Webseiten beschäftigen die nächsten Tage. Eine rattige Aktion. Eine, so sagen Forscher, arabische Hacking-Gruppe, genannt Mole Rats, nutzt derzeit Google Drive in Kombination mit Dropbox und anderen legitimen Services, um ihre Malware auf ihre Opfer zu verteilen. Das Besondere, die Opfer sind allesamt Banker, Politiker und Journalisten. Ein Interesse an Geld scheinen sie allerdings nicht zu haben. Ransomware wird nämlich keine ausgeführt. Daten hingegen werden gestohlen, wie sonst eben kaum möglich. Sind Sie das wirklich, Herr Elon Musk? Der offizielle Account des Ministeriums of Rural Development der indischen Regierung wurde gehackt. Mit insgesamt 130.000 Followern keine schlechte Reichweite. Vor allem, wenn da ein Elon Musk mit seltsamen Buchstaben twittert. Social Media Accounts von Regierungen könnten ganz schön gefährlich werden. Oder überlegt euch mal, was Donald Trump mit ein paar wenigen Tweets anrichten konnte. Neuer Rekord. Microsoft hat nun den größten Denial-of-Service-Angriff ever abgewehrt. Angreifer haben insgesamt fast 3,5 Terabit pro Sekunde an die Server geschickt. Zum Vergleich, das sind knapp 14,5 Millionen 4K-YouTube-Videos, die man gleichzeitig streamt. Doch Microsoft hat den Fake-Traffic erkannt und so konnten alle ihrem gewohnten Internetkonsum nachgehen. Bei öffnen Diebstahl. Die erste Malware wurde in einem NFT bei OpenSea entdeckt. Es handelt sich um einen Cross-Site-Scripting-Angriff in einem Bild, der dazu führt, dass ihr dem Angreifer eure IP-Adresse schickt, wenn ihr das Bild öffnet. Sofort löschen. Eine 2FA-App, die ja eigentlich für mehr Sicherheit sorgt, wurde im Play Store entfernt. Sie ist offiziell Malware und schickt all eure Daten und Tokens einfach direkt an die Angreifer weiter. Unschön, denn mit etwa 10.000 Downloads definitiv kein kleiner Fisch mehr.
Ein Quantum-Hack. Qubit Finance, eine dezentralisierte Finance-Plattform, wurde gehackt. Hacker haben insgesamt ca. 80 Millionen Dollar an Kryptowährungen gestohlen. Grund dafür war ein Fehler im Smart Contract, der es erlaubte, 0 Ether zu senden, aber 80 Millionen in Binance Coin abzuheben. Das war ein teurer Bug, würde ich behaupten. Wer bekommt meine Leber? Im Schweizer Organspenderegister gab es eine Sicherheitslücke, die es erlaubte, jede beliebige Person einzutragen, auch ohne Identitätsprüfung. Swiss Transplant ist neben einer Patientenverfügung und einem Organspendeausweis eine von drei Möglichkeiten, zum Organspender in der Schweiz zu werden. Das System arbeitet also nach dem Opt-in-Prinzip. Wird man da eingetragen, wird entnommen, was erlaubt und möglich ist. Wenn man genau drüber nachdenkt, ist aber auch ein Ausweis nicht gerade eine hacksichere Alternative. Ärzte hassen diesen Trick. Eine neue Forschung besagt, dass etwa die Hälfte aller, ja aller, medizinischen Geräte eine kritische Sicherheitslücke haben. Untersucht wurden mehr als 10 Millionen Geräte bei über 300 Einrichtungen. Häufig konnte man auf die Geräte zugreifen mit zum Beispiel Standardpasswörtern, was in einem Fünftel oder über einem Fünftel aller Geräte der Fall war, oder weil sie zum Beispiel veraltete Software nutzten. Wenn man bedenkt, dass Krankenhäuser derzeit eine der am meisten angegriffenen Institutionen sind, man bedenke 93% aller Gesundheitseinrichtungen hatten eine Art Data Breach zwischen 2016 und 2019, und an diesen Geräten wirklich Menschenleben hängen, vertieft sich mein Wunsch, möglichst nicht ins Krankenhaus zu müssen. Und damit kommen wir schon zum Hack der Woche, der leider auch in die medizinische Richtung geht. Ich möchte hier einmal kurz eine Triggerwarnung für panische Menschen aussprechen, wobei ich die eigentlich vor jeder Folge aussprechen sollte. Ist ein bisschen spät, sorry. Hacker konnten vom Internationalen Roten Kreuz mehr als 515.000 Datensätze erbeuten. So, das hört sich jetzt erstmal abstrakt an. Jetzt will ich da aber mal etwas in die Tiefe gehen, was das eigentlich bedeutet. Von solchen Datendiebstählen hören wir ja ständig. Nach Angaben des Roten Kreuzes handelt es sich um höchst schutzbedürftige Menschen, das heißt Vermisste, Inhaftierte oder die, die wegen Katastrophen oder Konflikten fliehen mussten. Kontakt zu den Hackern hatte das Rote Kreuz bislang nicht. Es gab auch keine Lösegeldforderung und so wie es scheint, wurden die Daten bisher auch nicht veröffentlicht. Das ist an sich was Gutes, vielleicht wussten die Hacker zum Beispiel gar nicht, auf welchem Server sie sich da rumtreiben. Gefährlich ist die Idee dahinter allerdings trotzdem, denn das Rote Kreuz stellt eine humanitäre Hilfe zur Verfügung und war bislang immer ein Tabu, bei Krieg, bei Angriffen generell. Mit diesem Datensatz ändert sich das jetzt, ähnlich wie mit dem ersten Angriff auf ein Krankenhaus. Die Informationen, die das Rote Kreuz sammelt, sind Orte, wo sich Verfolgte aufhalten könnten, damit sie diese unterstützen können. Überlegt mal, in welche Richtung das bösartige Staaten nutzen würden. Wollen wir wirklich in so einer Welt leben? Die betroffenen Server sind zwar mittlerweile offline, aber die Daten sind natürlich gestohlen. Neben den eigentlichen Datensätzen sind auch die Login-Informationen von ca. 2000 freiwilligen Helfern betroffen. Aber glücklicherweise nicht mehr. An der Stelle möchte ich mich kurz zu diesem Thema äußern. Ich bin etwas ratlos, was unsere Daten angeht. Auf der einen Seite ist es extrem unmöglich geworden zu skalieren, um in der Lage zu sein, möglichst vielen Menschen zu helfen, ohne deren Daten zu sammeln. Das Rote Kreuz bräuchte eine Vielzahl mehr an Kräften, wofür einfach finanziell es gar nicht ausreichen kann, um eben keine Daten sammeln zu müssen. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich, jedes System ist halt einfach angreifbar. Im Zweifel findet man halt einfach irgendwas. Es gibt fast keinen Weg mehr daran vorbei. Ich würde raten, die meisten von uns waren mal Opfer eines Angriffs, vielleicht ohne, dass wir das überhaupt wissen. Wie sollten wir eurer Meinung nach also vorgehen? Nehmen wir an, all unsere Daten sind öffentlich. Ihr wisst, was passieren kann. Gewalt, gezielte Einbrüche, Verleumdung, Identitätsdiebstähle. Ich werde dazu wohl ein separates Video machen, damit es ein bisschen greifbarer ist, aber sinnvoll ist das erst, wenn es auch viele Menschen sehen. Daher wäre ich mega glücklich, wenn ihr zumindest den Kanal ein bisschen zum Beispiel an eure Freunde oder sowas empfehlen könnt. Trotzdem, es ist wahnsinnig viel los, also lasst uns vielleicht uns das nächste Thema ein bisschen angucken. Also, wir sind noch lange nicht fertig. Lasst uns daher direkt zum Aufreger der Woche kommen. Polizei Hannover, ja, die hat in Kooperation mit Europol den VPN-Anbieter VPN Lab vom Netz genommen. Laut Ermittlern haben Hacker diesen VPN für Verteilen von Malware genutzt. Dass der Dienst allerdings primär von Kriminellen genutzt wurde, kann man nicht belegen.
Hier reicht es aber aus, dass er wohl direkt im Darknet beworben wurde, beziehungsweise in einschlägigen Foren, so die Ermittler. Gegenüber netzpolitik.org sagte der Präsident der Polizei Hannover aber, dass ein Beweis, dass darüber eine Straftat begangen wurde, ausreicht, um den Dienst komplett vom Netz zu nehmen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz anmerken, dass die Nutzung von VPNs an sich keinesfalls illegal ist. Denn die braucht man zum Beispiel auch, wenn man sich zum Beispiel zu Firmennetzwerken verbinden möchte. Vielen anderen VPN-Anbietern geht nun natürlich der sprichwörtliche Arsch auf Grundeis. So hat zum Beispiel NordVPN ihre Policy angepasst von: Wir werden nicht mit Regierungen und Ermittlungsbehörden aus dem Ausland zusammenarbeiten, zu: Wir werden nur mit ihnen zusammenarbeiten, wenn die Anfragen gemäß Vorschriften und Regulatorien eingehen. Im Endeffekt sagen sie damit, dass wenn die Polizei oder Behörden klopfen, sie für diese mitloggen, und zwar den gesamten Traffic von natürlich genau dieser einen Person, ähnlich wie das zum Beispiel bei ProtonMail der Fall war. Die Änderung fand am ca. 19.01. statt. Damit ziehe ich offiziell meine Empfehlung, was VPNs angeht, allesamt zurück. Um ehrlich zu sein, das möchte ich hier nochmal kurz zu bedenken geben und betonen wirklich. Ich denke, nach dieser polizeilichen Ermittlung und diesem Takedown von VPN Lab ist es unmöglich, einen VPN-Anbieter zu finden, der die Daten nicht weitergibt und der nicht verboten ist. Eine eigentlich traurige Entwicklung, vor allem wenn wir die nächsten News betrachten. Die finden wir in den Privacy News. Ihr wisst ja schon, dass anlasslose Vorratsdatenspeicherung in der EU vom höchsten Gericht untersagt wurde. Tja, nun kommt der Seitenhieb. Europol darf nun einfach alles direkt bei sich speichern. Europol soll damit ungefilterte Datensätze bis zu 3 Jahre behalten dürfen. Das sind Datensätze von Fällen, die für eine Ermittlung interessant sein könnten. Und darunter könnte ziemlich viel fallen. Auch die Daten von Unbeteiligten, die dummerweise einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Vor allem zum Beispiel bei öffentlichen Überwachungskameras. Das ist aber tatsächlich so explizit gewollt. So wird der Nutzen, Personendaten zum Beispiel zum Zwecke von Forschung und innovativen Projekten zu sammeln, direkt mit aufgeführt. Zeitgleich möchte man den Prümer Vertrag ausweiten. Daran sind EU-Länder sowie Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein und Großbritannien angeschlossen. Der besagt, dass Fingerabdrücke, DNA-Daten, Kfz- und Halterdaten unter den Ländern untereinander ausgetauscht werden dürfen. Dazu hat jedes Land seinen eigenen Server zum Bereitstellen. Das ist also dezentral geregelt. Jedes Land hat einen eigenen Server. Nun soll ein zentraler Dienst, also einer für ganz Europa, dazukommen. Und auch biometrische Gesichtsbilder werden in diesen Datenbanken eingetragen. Nimmt man dann noch die Studie des Max-Planck-Instituts dazu, wonach die polizeilichen Abfragen von Google und Co. jedes Jahr auf einem neuen Hoch ankommen, wird der Wunsch nach der Überwachungsgesamtrechnung immer höher. Die stand ja schon länger im Raum, etwa bei der Bundestagswahl. Würde mich mal wirklich sehr interessieren. Warum das mit dem zentralen Server mit den biometrischen Gesichtsbildern aber auch noch ein Problem ist? Zentral bedeutet immer, alle Daten liegen an einem Ort. Ein extra angenehmes Ziel für Hacker. Aber wo wir gerade bei den Privacy News sind. Es geht natürlich nicht nur um was Politisches. Google hat nämlich auch was angekündigt. Und zwar, dass sie Flock nun aufgegeben haben. FLOC war eine Technologie, mit der Cookies unnötig gemacht werden. Ihr wisst schon, diese nervigen Dinger, für die ihr immer akzeptieren oder über 50 Umwege ablehnen drücken müsst. Die dann am Ende weniger personalisierte Werbung oder Tracking mit sich bringen würde. Nun haben große Websites und Browser-Alternativen angekündigt, dass sie da nicht mitgehen. Also bei Flock. Google musste nun also eine bessere Idee vorlegen. Tracking ohne Cookies ist etwas härter. Daher möchte Google nun eine Topics API zur Verfügung stellen. Das ist im Endeffekt eine Art Tracking innerhalb von Google Chrome, dem Browser also, das jede Woche eure Interessen anhand von Kategorien sammelt. Beispiele. Surft ihr zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, wäre das Kategorie Nachrichten und so weiter. Es gibt derzeit 350 Interessenstopics, daher der Name Topics API, die relativ ungenau sind, aber eure Interessen eben durchaus auch widerspiegeln können. Darauf basierend können dann Websites euch Werbung schalten, fraglich, ob das dann angenehmer ist als Cookies. Aber damit nicht genug von Google, kommen wir nämlich direkt zum Fail der Woche. Mittlerweile müssen ja Upload-Filter prüfen, ob Dinge Urheberrecht verletzen. Auf Google Drive ist dieser Upload-Filter, dieser Scanner, ein bisschen, sagen wir, überempfindlich.
Es hat nämlich gereicht, ein Dokument mit nur einer 1, also der Zahl 1, darin hochzuladen, um das Dokument gesperrt zu bekommen. Ein Dokument mit einer 0 darin konnte sogar laut einigen Usern dazu führen, dass euer gesamter Account stillgelegt wurde. Und mir wird während dem Schreiben meines Skripts gerade schmerzlich bewusst, dass ich dieses Dokument auch in Google Drive geschrieben habe. Es hat sich herausgestellt, dass einige Zahlen problematisch sind. Hier muss wohl Google nochmal dran. Also nicht nur die 1 und die 0, sondern halt auch noch ein paar längere Zahlen. Damit ich euch aber nachher mit den Wins der Woche die Laune wieder verbessern kann, machen wir davor einen kleinen Einschub mit den Politik-News. Da ist wieder wirklich einiges passiert. Ihr habt es ja schon gehört, Achterbahn der Gefühle. Ich fühle das wirklich, okay? Zunächst einmal haben wir USB-C. Die Repräsentanten der EU-Länder haben sich dafür ausgesprochen, dass USB-C auch bei iPhones verpflichtend wird. Damit möchte man verhindern, dass beim Neukauf Ladegeräte und Zubehör nicht mehr neu gekauft werden müssen. Problematisch sieht allerdings auch Bitkom das Ganze, denn ein Wechsel bedeutet nun für alle Nutzer aktuell, dass sie eventuell keinen Ersatz mehr bekommen und für ihre Geräte und beim Kauf eines neuen Geräts gerade ihre Ladegeräte und Netzteile nicht mehr benutzen können. Schwierig das Ganze. Vermutlich wird es eine Weile auf das Adaptieren hinauslaufen, aber was machen wir, wenn wir zum Beispiel USB-D entwickelt haben, das schneller, besser, einfach toller ist? Wir werden sehen. Viel größer war allerdings die Abstimmung zum Digital Services Act, ein unfassbares Ereignis im EU-Parlament. Ich glaube, es ist selten, dass man so klar sagen kann, dass es absoluter Mist und absolut super gleichzeitig ist. Der DSA, also kurz für Digital Services Act, enthält nämlich nicht nur eine massive Änderung, sondern gleich eine Vielzahl an massiven Änderungen. Zum Beispiel wurde im DSA festgesetzt, dass man ein Recht auf anonyme Nutzung und Bezahlung digitaler Dienste hat. Man hat ein Recht darauf, sofern das möglich ist. Also wenn man zum Beispiel die Adresse braucht, um Sachen liefern zu können, geht das nicht. Das heißt, ihr habt jetzt aber von Haus aus das Recht, YouTube zum Beispiel vollständig anonym benutzen zu können. Klarnamenpflicht ist damit direkt unmöglich geworden. Das ist so ein Ding, was die CDU mehrfach einführen wollte, falls ihr euch erinnert, dass man sich bei Social Media immer mit dem echten Namen registrieren muss und dann auch eben damit geblockt werden kann. Dementsprechend hat auch schon der Bundesgerichtshof so geurteilt, dass Klarnamenpflicht auch bei Facebook nicht erlaubt ist. Jede Website und jede App muss auch ohne Einwilligung zur Datensammlung nutzbar sein. Das heißt auch hier wieder, ihr wollt keine Cookies akzeptieren, müsst ihr auch nicht. I'm looking at you, Golem. Apropos Cookies verweigern, das darf nicht komplizierter sein als das Zustimmen. Das bedeutet, Dark Patterns wie 50 Klicks zum Ablehnen sind nicht mehr drin. Der Grund hinter diesem ganzen Datensammeln ist ja erstmal der, dass man mit Informationen über eine Person viel besser Werbung machen kann. Man kriegt halt eher genau die Werbung, die zu der Person passt. Dass die Daten aber missbraucht werden können, das haben wir ja im Fall von Cambridge Analytica schon gesehen. Deshalb darf generell Werbung im Netz, also insgesamt, nun nie wieder auf religiösen oder politischen Ansichten beruhen, der persönlichen Gesundheit oder der sexuellen Orientierung aufbauen. Das bedeutet direkt auch, dass Firmen keine Intention mehr haben sollten, diese Daten überhaupt zu sammeln. Denn Daten zu sammeln birgt auch immer das Risiko, dass sie geklaut werden. Und gerade bei solch sensiblen Themen sind Klagen wirklich, wirklich teuer. Daten von Minderjährigen übrigens dürfen gar nicht mehr, also generell nicht mehr, für Werbezwecke genutzt werden. Darunter fällt aber kein personalisierter Inhalt wie auf TikTok. Und ich schätze mal, die religiöse Verfolgung von Uiguren ist immer noch in Ordnung. Ist ja auch kein Werbezweck, ne? Apropos personalisierte Inhalte, wenn ihr diese nun seht, muss eine Plattform euch darüber aufklären, warum ihr Inhalte seht und warum eben nicht. Das heißt, YouTube muss euch sagen, ihr habt diese Interessen, deswegen kriegt ihr jetzt dieses Video hier mit den IT-Trends empfohlen. YouTube und andere Dienste müssen außerdem mindestens ein Verfahren anbieten, das nicht auf Profilerstellung beruht, um sich einen Feed anlegen zu können. Hier vielleicht noch kurz meine Bedenken. Es wäre zwar geil, wenn man wieder die Abo-Box als Standard auf der Startseite nutzen könnte. Ich nutze sie immerhin quasi ausschließlich, aber allein, dass es eine Abo-Box und eine Suche gibt, sind eigentlich schon zwei Möglichkeiten, ohne dass man sich anmelden müsste. Die Plattformen müssen nun ihre Daten zur Grundlage der Algorithmen außerdem an Forscher abdrücken. Deepfakes sind kennzeichnungspflichtig. Lol an der Stelle. Und
Das ist nämlich der allergeilste Teil des DSA. Die Mitgliedstaaten der EU, Achtung, die dürfen Anbieter von Vermittlungsdiensten, also Messengern, nicht daran hindern, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchzuführen. Wir haben es jetzt im Gesetz stehen, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung immer erlaubt ist. Das ist erstmal Wahnsinn. Kein neuer Vorschlag kann das nämlich wieder verhindern. Leider heißt das aber auch nicht, dass Chatkontrolle jetzt auf keinen Fall kommt. Es gibt ja auch Wege drumherum. Die KI nur auf den Smartphones laufen zu lassen, zum Beispiel, bricht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in keinster Weise. So, das war, warum das DSA richtig, richtig geil ist, beziehungsweise der DSA richtig geil ist. Jetzt die schlechten Nachrichten. Sollten Behörden, zum Beispiel aus einem eher problematischen EU-Land, beschließen, dass ein Contentstück ihnen nicht so gefällt, dann muss das ziemlich sofort und ohne Richterbeschluss gelöscht werden. Das heißt, verscherzt es euch lieber nicht mit Behörden im Ausland, falls ihr YouTube-Star werden wollt. Das gilt übrigens nicht nur für international geplante Plattformen, sondern einfach für alle. Außerdem dürfen staatliche Behörden jetzt ebenfalls ohne Richterbeschluss die Online-Aktivität von euch komplett anfordern und die Plattformen müssen liefern. Auch sehr geil und überhaupt nicht passend zum anonymen Nutzen der Dienste ist der letzte Punkt zum DSA. Wollt ihr in Zukunft nämlich Pornoportale benutzen, dann müsst ihr zwangsläufig eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse anlegen. Und ihr wisst, wie das in Deutschland ist. Handynummern sind in Deutschland und weiten Teilen der EU auf euch als Person zurückzuführen. Das ist ja quasi der Sinn davon, um zu prüfen im Zweifelsfall, ob ihr wirklich 18 seid. Da das also auch Online-Aktivitäten sind, kann nun jeder Polizist ohne Richterbeschluss von euch speziell euren Pornhub-Verlauf anordern. Wie gesagt, Achterbahnfahrt der Gefühle, dieses Ding. Um dieses Gesetz auch durchsetzen zu können, muss man natürlich auch ein wenig sich Mühe geben. Wir wissen ja alle, wir können auch einfach einen VPN oder das Tor-Netzwerk nutzen und dann vielleicht Pornos im Ausland schauen sozusagen. Deswegen möchte die EU ja regelmäßig die Plattformen, die sich nicht dran halten, wegsperren lassen mit sogenannten DNS-Sperren. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das heißt, eine Plattform ist dann einfach nicht mehr erreichbar. DNS-Sperre, wie gesagt. Kann aber natürlich super leicht umgangen werden, indem man entweder den DNS einfach umstellt auf was Anonymes oder was im Ausland oder VPN oder Tor. Unangenehm wird da dann eine Forderung der EU-Kommission, denn diese möchte nun einen DNS for EU haben, einen eigenen DNS-Server für die EU. Mit extrem guter Ausfallsicherheit, so die Forderung, aber auch natürlich den Filtern und Sperren. Das hindert aber noch niemanden daran, den einfach bei sich im System umzustellen, zum Glück. Also ich kann bei mir im PC immer noch sagen, hey, ich will den DNS for EU nicht, sondern ich nehme halt Cloudflare zum Beispiel. Und aktuell liest sich der Bericht auch eher wie ein "Wir sind modern, wir brauchen sowas auch", als mit dem Hintergrund der Sperren. Also eigentlich mehr im Sinne von "Wir wollen Fortschritt". Nochmal also kurz zurück zum Thema Chatkontrolle. Ich hatte euch ja gesagt, das ist auch trotzdem nicht ganz abgelehnt. Ja? Es gibt ja immer noch Möglichkeiten, das ohne Bruch der Verschlüsselung zu bauen. Die Abstimmung steht ja weiterhin im Raum, vermutlich am 2. März. Bis dahin sollen die Mitgliedstaaten richtig, richtig Werbung machen für Chatkontrolle. Denn der Gegenwind gegen Chatkontrolle ist immer noch immens. Großbritannien hat tatsächlich über 500.000 Euro ausgegeben für eine Kampagne, die sich No Place to Hide nennt. Toller Name. Dort wird suggeriert, dass Kinderschänder sich nur dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verstecken könnten und diese deshalb natürlich weg muss. Ist natürlich vollkommener Quatsch und die Risiken und Nebenwirkungen von so einem Gesetz, gerade für Betroffene und Kinder, werden nicht einmal in der Kampagne erwähnt. An der Stelle sieht es fast so aus, als wolle man sich einfach nur gegen die Bevölkerung durchsetzen, die da eigentlich schon verstanden hat, was passieren kann. Nannte sich das früher nicht mal Propaganda? Wikipedia meint zumindest ja, aber da bin ich ja kein Experte für, das überlasse ich anderen. Hier also nochmal kurz die Risiken und Nebenwirkungen zum Mitschreiben. Hacker können solche Daten der allgemeinen Bevölkerung wundervoll missbrauchen, denn das ganze Verfahren trifft ja nicht nur Kinderschänder, sondern jeden. Anonyme, nicht überwachte Therapiesitzungen zum Beispiel von Betroffenen sind nicht mehr möglich, denn eine KI muss ja die ganze Zeit mitschneiden und auswerten. Wäre alles kein Problem, wenn die KI das könnte, aber die hat über 80% Fehlerquote. Das heißt, hat meine Mutter Fotos von mir als Kind am Strand, dann landet das Bild beim BKA.
Rede ich in einer Therapie über Erfahrungen, die ich lieber vergessen möchte, dann landet das beim BKA und sendet euch vielleicht eure gerade so 18 Jahre alte Freundin ein Nacktfoto, landet das auch beim BKA und ihr kriegt vielleicht sogar ein Verfahren deswegen an den Hals, welches euch dann wahrscheinlich euer ganzes Leben lang nachhängt. Reicht noch nicht als Argument. Ich habe bereits einige Videos dazu aufgenommen, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok, als auch natürlich hier. Schaut daher definitiv dort vorbei. Wirklich viel sicherer vor diesen Kinderschändern ist man dann aber immer noch nicht, denn im Darknet wird wahrscheinlich keine KI in den Foren eingebaut sein, ist jetzt mal nur so ein Wild Guess von mir. Und außerdem, was Verschlüsselung angeht, kann man immer noch von Hand verschlüsseln. Es trifft immer nur die allgemeine breite Bevölkerung, die sich mit dem Thema vielleicht aus Faulheit nicht allzu tief auseinandersetzen möchte. Einen habe ich allerdings noch in den Politik-News, aber ich packe das Ganze jetzt mal in die Krypto-News. Auch das ist wieder EU, das Ganze, denn ja, die schwedische Finanzaufsicht, genauer gesagt ihr Generaldirektor Erik Thedéen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, fordert ein Verbot für Krypto-Mining. Er ist der Ansicht, dass das Proof-of-Work-Verfahren nicht vereinbar ist mit den Umweltschutzmaßnahmen, die sonst üblicherweise gefordert werden. Und sagt, deswegen möchte er lieber auf Proof-of-Stake setzen, da das ein, ich zitiere, deutlich geringeres Energieprofil hat. Sollte er das durchsetzen können, wäre bei Bitcoin und Co. das aus, zumindest für die Miner in der EU. Also die Leute, die ihre Hardware dazu benutzen, um neue zu erstellen. Ein insgesamtes Verbot von Bitcoin ist das allerdings nicht, das ist ein großer Unterschied. Weiterhin erlaubt bleiben würde aber auch Ethereum zum Beispiel, sofern das Update auf ETH2 abgeschlossen wird. Ist natürlich jetzt spannenderweise die Frage, was schneller ist und ob auch nur eins von den beiden überhaupt wirklich eintritt. Damit kommen wir aber zu den Wins der Woche. Die bauen hoffentlich eure Laune ein bisschen weiter auf. Wobei, der DSA war ja auch nicht nur schlecht, ne? Aber sei es drum. In deutschen Schulen im Homeschooling passiert ja so einiges, nur meistens eben kein Schooling. Trotzdem hat nun eine Grundschule Matrix für sich entdeckt und sich eine eigene Version von Fluffy Chat gebastelt. Fluffy Chat ist ein Messenger, der Matrix als Protokoll benutzt. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie WhatsApp, nur anonym, ohne Metadaten, beziehungsweise man hat die Metadaten eben alle bei sich auf dem Server. Warum ich das gerade hier erwähne? Mich würde wahnsinnig interessieren, ob ihr bei mir in der Community seid, denn immerhin habe ich mit dem Entwickler von Fluffy Chat einen Podcast gehalten vor kurzem. Schreibt mir das gerne mal, würde mich richtig faszinieren. Ebenfalls ein Win ist, dass als Antwort auf eine Anfrage der Partei Die Linke das Bundesinnenministerium bestätigte, dass falls eine Schwachstelle von einer Behörde gefunden wird, also zum Beispiel dem BSI oder irgendeiner anderen IT-Behörde, dann wird diese Schwachstelle direkt ans BSI, also im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gemeldet. Das BSI wiederum liefert diese Schwachstelle dann direkt an den Hersteller. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die deutschen Behörden zumindest nicht absichtlich Lücken für Staatstrojaner und Co. zurückhalten. Das finde ich sehr löblich. Und der letzte Win der Woche geht an die Telekom. Ja, richtig gehört, die sind auch mal ganz geil. Ein Grund für unser schlechtes Internet ist ja, dass die Betreiber, also Telekom, Vodafone und Telefonica, ihre Masten nicht teilen wollen. Jeder baut seine eigenen Masten und am Ende hat man halt in vielen großen Gebieten, in Ballungsräumen, zum Beispiel Städten, sehr gutes Internet von jedem Provider, aber ländlich wird es schwierig. Nun hat die Deutsche Telekom angefangen, mit Vodafone und Orange über eine Zusammenlegung dieser Masten zu diskutieren. Das ist ein massiver Win, denn sollte das wirklich passieren, können wir einfach den Turm nutzen, der für uns am besten ist. Und sollte sich das zum Beispiel auf das Festnetz irgendwann übertragen, könnte Deutschland wohl vielleicht doch mal schnelles Kabelinternet bekommen. Wie toll wäre das denn? Abschließend möchte ich mit einem Bericht, der mich besonders erschüttert hat. Die Olympischen Spiele stehen ja bald wieder an, diesmal in China. Dazu gibt es eine App, in die man regelmäßig eintragen soll, wie man sich fühlt, die Körpertemperatur und PCR-Testergebnisse, ihr wisst schon, Covid. Das Problem an der Stelle ist, dass die App einige Sicherheitslücken hat, sagen Forscher zumindest. Daten werden zum Beispiel nicht richtig verschlüsselt, dementsprechend sind weder Sprachnachrichten noch Standortdaten noch Passdaten oder Reisedetails sicher. Ein Angreifer könnte die App komplett manipulieren und euch zum Beispiel in ein Testzentrum bringen. In der App gibt es ebenfalls eine Funktion, politische Inhalte zu melden.
Schlüsselwörter wie Tibet oder Xi Jinping werden erkannt und direkt gemeldet, sagt Citizen Lab. Den vollständigen Bericht findet ihr natürlich wie üblich in den Quellen mit allem anderen verlinkt. In diesem Sinne freut es mich wie immer, dass ihr so lange dabei wart. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.